die Chefin der niederösterreichischen Grünen, Madeleine Petrovic. Ich habe zwei Präsente, den Froschkönig und den großen goldenen Orden des Wiener Tierschutzvereines. Schau, ja, das ist ein ganz besonderer Orden. Da haben wir sicher einen ganz besonderen Platz, wo wir den aufheben. Und das ist eine Schneekugel ohne Pinguin. Da freuen wir uns aber ganz speziell darüber. Ich habe es gehofft, Majestät. Ja, da freuen wir uns so, dass wir den gleich in der Nähe von dem Orden aufbewahren. Petrovic, wir sind uns nicht sicher, ob es ihr schon aufgefallen ist, aber ihr Handtaschen bewegt sich. Wir verstehen schon, dass sie keine Taschen aus toten Tieren anfertigen lassen will, also aber an lebenden Viechertaschen ist auch nicht besonders für die Viecher, ne? Das ist es ist die einzige legitime Form, Pelz zu tragen, in dieser lebenden Form. Das also ist Frankenstein. Und er wollte Ihnen seine Aufwartung machen. Ja, das tut er bis jetzt sehr gut. Ja. Dann ist er ruhig, nicht? Noch, ja. Ja, dann werden wir ihn auch begrüßen. Frankenstein, komm. Zeig dich. Ja. Und was ist das jetzt genau? Wir wissen es auch nicht genau, aber es ist Chihuahua-artig. Er war ausgesetzt. Das ist ein armes Tier aus dem Tierschutzhaus. Ja. Eines der ersten Tiere, das dort vergeben wurde. Er ist uralt. Ja, wie alt ist er? Mindestens 13. Wir noch immer so klein, gell? Noch immer so klein. Ja. Und hoffentlich wird er auch nicht sehr viel dicker. Ja. Geben Sie ihm denn genug zum Fressen? Schon, Majestät. Ja. 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 Hat er genug? Ist er gut gemästet? Ja. Ja, vielleicht haben wir in der Hofküche ein entsprechendes Rezept für das Viech. Majestät. Also, hat es nur so mitgebracht? Er ist genügsam. Ach so! Ach so! Ja, ich weiß nicht, was sie gehört hat. Ja. Sie hat sich aus der Bundespolitik zurückgezogen und ja. Ist jetzt in Niederösterreich. Wie ist das gekommen? Ja, das hat auch zu tun mit der wiedererstarkenden Monarchie hier im Lande. In Niederösterreich, da hat eigentlich der Feudalismus nie so richtig aufgehört. Wir können sagen, wir haben einen Landesfürsten und ein recht ähnliches Zeremoniell. Ja, also sie ist quasi dann der Robin Hood, nicht? Und der andere ist der Sheriff von Nottingham, nur mit dem Unterschied, dass dort halt immer der Sheriff von Nottingham gewinnt, nicht? Und nicht der Robin Hood. Vielleicht bin ich auch die Hofnäherin. Ja, kann sein, nicht? Das werden wir herausfinden. Wie ist denn so eine Audienz beim Bröll? Das ist sehr gemischt. Das kann manchmal recht laut sein, das kann sehr lustig sein. Ja. Je nachdem, wie diese Majestät aufgelegt zu sein belieben. Mhm. Und ist er eher ein gütiger Herrscher? Nur manchmal, das kann er auch. Aber kommen Sie doch einmal mit, Majestät. Ich würde mich so freuen. Nein. Vielleicht ein Duell oder eine verbale Auseinandersetzung. Nein, dann lassen wir wegrammen von den zwei Burschen. Das haben Sie gesagt. Da machen wir uns selber nicht die Finger schmutzig. Petrovic, also das heißt, die Grünen haben Sie gerufen nach Niederösterreich. Ja. Der Seifenstein hat gesagt, als wir eine Liste gemacht haben, wer als Audienzgast in Frage kommt, dann hat er gesagt, ja, Madeleine Petrovic, die ist von den Grünen. Und gesagt, wer ist das? Und der Seifenstein gesagt, das ist eine vom Aussterben bedrohte Art. No, dafür halten wir uns schon ganz schön lange. Das geht einmal rauf, das geht einmal runter. Aber ich bin da sehr optimistisch, Majestät. Also? Die Monarchie hält sich ja auch, wie man sieht, immer noch. Nein, wir haben sie ja neu gründen müssen, weil die Habsburger haben ja alles verbaut.
Notfalls tun wir das auch. Ja. Petrovic, jetzt haben wir eine Frage. Sie ist ja nicht nur bei einer Partei, sondern sie ist ja auch als Tierschützerin aktiv. Erzählen Sie uns da ein bisschen was. So ist es. Ich habe den Wiener Tierschutzverein übernommen. Ja. Und zu meinem Imperium gehören 1500 Tiere. Ja. Ganz verschiedene. Majestät hätten seine Freude daran. Ein Tiger, ein Wolf. Ein Tiger auch? Ja. Wir würden so gerne mal auf Großwildjagd gehen, wenn man so kann. Majestät, mit der Kamera spricht nichts dagegen. Mit der Kamera. Wo haben Sie denn den Tiger? In einem Freigehege. Ja, wo? Ja, in Vösendorf. In Niederösterreich. Aber streng bewacht. Ja. So groß ist Vösendorf nicht, das finde ich nicht. Und ein Wolf auch? Ein Wolf, ein Alligator, zwei Schimpansen. Wieso kauft er sich denn solche komischen Viecher? Nicht gekauft, das sind lauter arme Tiere, verlassene Tiere. Und wir haben uns ihre erbarmt, so, Frankenstein also und ich. Die werden dort abgegeben, oder was? Die werden dort abgegeben und von uns gepflegt und gehegt und gefüttert. Ja. Und wir würden uns so freuen, wenn Majestät einmal zu uns kommt. Ja. Und er füttert uns dann das Krokodil mit dem Hund, was überhaupt. Wie mache ich das? Nein, die Tiere sind fast alle schon vegetarisch. Fast. Herrschstein, jetzt haben wir ein bisschen Angst vor ihr. Vegetarisches Krokodil, wie geht das? Ja, mit Tofu und... Sie können den Tofu so verschieden formen, so wie ein Händel oder wie ein Hasen. Da merkt es das Krokodil kaum. Aber das schmeckt ja was, das arme Vieh. Nein, das gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich an alles fast. Wie lange ist sie verheiratet? Genau 25 Jahre. Ja, dann hat sie recht mit der Theorie. Aber wir werden Sie jetzt ein bisschen unterstützen, um Ihren tierschützerischen Gedanken zu unterstützen, haben wir uns auch entschlossen, ein paar Viecher aus unserer Menagerie halt freizulassen. Seifenstein hat ein paar vorbereitet. Vormärz, bitte. Also Viecher, die Freiheit verdienen, ja. Nette Viecher. Ja. Ja, das sind jetzt Fischstäbchen. Die können Sie einfach nur in den Donaukanal einschmeißen, die finden dann den Weg ins Meer zurück. Da haben wir gleich ein Futter dazu, geben wir ein bisschen Soße da, das essen Sie gern. Vielleicht machen Sie ein paar Luftlöcher hinein, damit Sie Luft kriegen. Ja? Ich hätte Sie ein bisschen früher treffen sollen, dann wäre noch was zu machen gewesen. Also jetzt uns oder die Fischstäbchen? Also, legen Sie es da her, ja, sie nimmt es dann mit. Ja. Haben Sie vielleicht für einen auch einen Platz im Tierschutzheim? Naja, wir auf müssen es versuchen. Ist er schon, ne? Jetzt haben wir schon so oft versucht, ihn einzuschläfern, aber es funktioniert nicht. Ja. Sagen Sie mal, der Tierschutz, ja, der hat ja teilweise ein sehr schlechtes Image, weil dann die Leute extrem arg werden können. Das sehen wir gar nicht gern, wenn Leute dann so wütend gegen Pelzträger vorgehen. Wir selber halten nichts davon, wenn jemand einen Pelz hat. Wir halten es für unappetitlich, die Haut und die Haare von einem Viech sich umzuhängen und sich drin zu wärmen. Da sind wir ja einer Meinung. Aber dann Geschäfte zu ruinieren, das finden wir nicht in Ordnung. Und wir unterstützen Sie aber bei Ihrem Bestreben, dass niemand mehr am Pelz tragen soll. Da haben wir was vorbereitet, Seifenstein. Augenweide. Ja, ja, furchtbar. Furchtbar. Aus, ist ja grauslich! Das ist ja ein furchtbarer Anblick! Also, wir unterstützen Sie bei der Aktion lieber nackt als Pelz. Also. Das ist sehr vernünftig. Ja. Ja, ist viel besser nackt als mit Pelz.
Viel besser. Also Petrovic, sie darf sich jetzt zurückziehen, aber sie muss auch brav sein. Das freut mich.